그것을 행콩. Und heute spielen wir leider wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Eurotruck Simulator 2. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Wir drücken hier mal auf Fahren, denn wir haben ja in der letzten Folge einen Auftrag angenommen, nämlich von Dortmund nach Manchester zu fahren. Fertig zum Losfahren. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorgefahren. Das heißt, wir müssen hier nicht mehr ganz so viel fahren. Weil das sonst für ein Video ein bisschen zu lang wäre, weswegen ich halt dementsprechend hier, man sieht ja schon, dass ich hier auf der Autobahn bin. Da habe ich nämlich offscreen einfach gemacht, damit das Video dann auch nicht immer so. Ihr wisst, was ich meine, ne? So. Ihr seht auch, dass da bei der Uhrzeit Montag 14.09 Uhr, da steht jetzt BST, weil wir ja in Manchester sind. Also noch nicht, aber wir sind hier nicht mehr in Deutsch. Das kann ich auf jeden Fall sorgen. Also ich will auch tatsächlich wieder nur so Aufträge annehmen, wo wir hinfahren und wieder zurückfahren. Weil das einfach geil ist. Also man verdient da auch sehr viel Kohle mit. Ne? Fragt mich bitte nicht, warum ich im Minus bin. Liegt daran, dass ich eventuell ein paar Unfälle gebaut habe. Aber ja gut. Das war ja nicht mit Absicht. Ne? Also wow. Ne, also ich habe mich gestern sehr bemüht, dann keinen Unfall mehr zu bauen. Ja, genau. Das einigermaßen hinbekommen. Jetzt sind wir leider im Minus. Und ich muss eigentlich so schnell wie möglich das Geld verdienen. Wegen dem Kredit, weil mein Konto ja wieder überzogen wurde. Und das ist nicht so nice, wenn man Kredit hat. Und dann kriegt man Ermahnungen. Beziehungsweise so eine E-Mail habe ich bekommen. Also jetzt hier vom Spiel. Nicht in echt. Dass da das Konto überzogen wurde. Ja. Weil irgendwann ist jetzt wahrscheinlich, dass man dann die Firma einfach. Dass die Firma dann komplett weg ist. Aber mal gucken. So. Wir müssen ja jetzt nur noch 307 Kilometer fahren. Sind wir auch in Manchester endlich, ja? Mein Tank war auch kurzzeitig knapp, wo ich hier die 304 Kilometer geschafft habe. Also, irgendwie ist in dieser Fahrt alles schief gelaufen, was man so ein bisschen schief laufen machen kann. Ihr wisst, was ich meine. Das war gerade kein Deutsch, egal. Junge, ich habe auch noch nie von einer Autobahn M1 gehört. Junge, heißt das Manchester 1 oder was? Weil das M1 ist ja, also ich bin ja hier auf einer Autobahn und diese Autobahn heißt M1. Muss man da checken? Ich denke nicht. Voila. So. Haben wir mal die rechte in die Mittelspur. War meistens die ganze Zeit auf der Mitte. Hier besser die Kurve nehmen kann, weil das Ding ist, es ist ja glatt, also Aquaplaning, ne? Und hier seht ihr es, ich lenke, ja, also jetzt hat es funktioniert, aber wenn ich jetzt mit 85 km/h um die Kurve war, komme ich leicht auf die andere Spur, weil das Lenken nicht so nice ist. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel her so gemacht wurde, ich denke mal schon. Warm. Ja. Und es ist das Spiel eigentlich ganz nice. Abgesehen davon, dass es die ganze Zeit schon wieder hier nur regnet in Dings. Abends hört es dann hier immer auf und dann, ja. Perfekt. So. Da ist ein Kollege von mir. Ja. Ich hoffe mal, ich hatte heute. Also könnt ihr mal gerne in den Chat schreiben. In den Kommentaren. Hattet ihr heute eine gute Nacht? Also habt ihr heute gut geschlafen? Ich? Naja, also es ging, ne, also am Wochenende kann man ja immer gut ausschlafen. Ja. Aber ja. So. Perfekt. Hier schön fahren. Hier gerade aus. War 102 km/h. Aber jetzt könnte gleich ein bisschen schwer werden hier mit dem Lenken. Na, noch geht's gut. Also ich will mir ja auch einen neuen Lenkrad holen, habe ich ja schon gesagt.
Weil das Lenkrad, was ich jetzt habe, hat nur 180 Grad, hat keine Gangschaltung. Ich will nämlich auch mit Gangschaltung holen, also dass man auch Kupplung hat und sowas. Für den geilen Fahrspaß, sag ich mal so. Ne, also will ich halt einfach holen, weil es geil ist. Mit Brems. Ja, da war jetzt gerade Aquaplaning. Weil ich möchte auch Gangschaltung haben und nicht nur Automatik. Also jetzt habe ich ja nur Automatik, weil ich habe einfach nur Gas und Bremse. Ich könnte natürlich hier mit meinem Gang-Dings hier rechts an meinem Lenkrad schalten. Das ist, glaube ich, auch so ein Schalthebel, kann man sagen. Aber das ist zu laut, dieses Klick. Ne? Also auch das Lenkrad ist jetzt nicht so nice, weil das kommt von Drift. OZ heißt das, glaube ich. Ist nicht so ein nices Lenkrad. Habe ich feststellen können. Macht natürlich alles erfolgreich. Ich habe hier Schaltwippen, aber ja gut, die will ich jetzt auch nicht unbedingt benutzen, weil dieses Klickgeräusch, ja, das hört ihr jetzt nicht, weil dieses Klickgeräusch ist so nervig. Deswegen, nee. Also ich will mir auf jeden Fall nur ein Lenkrad holen mit Schaltung, also mit Kupplung, Schalthebel und dann läuft. Und man kann auch vorher dann schon ein bisschen schalten. Also für den Führerschein später. Also ich mache meinen Führerschein mit 16,5. Na, also die Theorie natürlich. Na, da muss ich 3 Monate. Brauche ich dafür ungefähr. Wenn ich das hier in meinem Ort machen will. Und dann brauche ich nochmal. Ne, da kann ich die theoretische Prüfung machen. Und wenn ich die bestanden habe, dann auch schon die praktische. Genau. Irgendwann den Führerschein mit 17 und dann kann ich auch Auto fahren. Weil dann das Gute ist, da muss man nämlich nicht mehr mit 18 irgendwie einen Führerschein machen. Keine Ahnung. Ich will ja auch so machen, dass ich jeden Führerschein mache. Klingt vielleicht jetzt komisch, aber ich habe irgendwie Bock, jeden Führerschein zu machen. Also LKW, Bus und sowas. Weiß ja nie, wenn man Bus fahren will, dann kann man auch einen Bus fahren. Naja, also ich denke mal nicht, dass ich jetzt den Bus mache, aber LKW auf jeden Fall. LKW habe ich Bock. Das Ding ist, ich glaube, man kann mit dem LKW-Führerschein auch Bus fahren. Also mit irgendeinem LKW-Führerschein kann man auch Bus fahren. Aber ich hasse es, wenn es so regnet. Ne? Also warum regnet es? Also in jeder Folge von Eurotransformator hat es jetzt immer im Spiel geregnet. Das geht so nett. Spiel. Naja, egal. So. Ja, auf jeden Fall mache ich dann halt den Autoführerschein schon mit 16,5. Das wäre richtig schön. Ja. Ein Monat. Man kann ja die praktische Prüfung schon einen Monat vor dem 17. Geburtstag machen. Also du musst einen Monat vor dem 17. Geburtstag sein, um auf die praktische Prüfung zu machen. Davor kann man, glaube ich, schon fahren. Nee. Ist das für die Prüfung oder? Ich glaube, du musst nur für die Prüfung. Das heißt, wenn du jetzt hier die Fahrstunden hast, also dass du dann auf der Straße schon fährst, das kannst du auch, glaube ich, schon vorher, soweit ich weiß. Ist mir auch egal. Also, das sehe ich dann, wenn ich den Führerschein mache, wenn ich mich anmelde. Das Coole ist, man kann den theoretischen Unterricht auch zu Hause ausmachen. Das heißt, einfach über den PC. Das ist ziemlich nice. Also das heißt, man muss nicht unbedingt zur Fahrschule, sondern man kann den theoretischen Unterricht bequem von zu Hause aus machen. Was ich wahrscheinlich auch machen werde. Also zu Hause. Das heißt, ich muss halt nicht mehr weg, sondern ich kann es gerne auf meinem PC machen. Wenn man schon die Möglichkeit hat, dann sollte man das auch tun, weil dann muss die Fahrschule hier auch nicht extra zum Ort kommen, weil der Hauptsitz ist nämlich nicht hier. Das heißt, die fahren immer mit dem Fahrschulauto tatsächlich von dem Hauptsitz hier zu meinem Ort. Ist zwar nicht weit, trotzdem können die einfach zu Hause das machen. Mit dem Laptop oder sowas. Und dann, ja, was ist? Ich glaube, die machen das mit dem Laptop. Wie sehe ich aber jetzt die Platz? 170 Kilometer! M1. Jetzt steht da schon wieder M1. Also was bedeutet M1?
Er hatte auch vor, wieder Mad Games Teil 2 zu aufzunehmen. Warum nimmt er keine Geschwindigkeit auf? Da geht immer weiter runter. Hä? Na egal. Ey, ich würde mit der Kameraanzahl noch runter gehen, LKW. Junge, ich fahre hier 40 in der 97er-Zone. Also ich weiß nicht wieso, aber diese LKWs zu fahren hier im Eurotruck-Simulator sind kacke. Weil die haben keine Power. Die fahren nicht, sondern die bremsen gefühlt beim Gas geben. Hat man ja gerade gesehen. Ich habe Gas gegeben und es hat einfach, ja, einmal so entschieden, nö, also wir gehen jetzt mit dem kmh ein bisschen runter. So. Junge, das ist doch nicht realistisch an den Entwicklern und Entwicklern hier. Egal. Was soll man machen? Ja, auf jeden Fall hole ich mir bald ein neues Lenkrad. Dauert noch ein paar Jahre. Weil ich mir erstmal ein neues Ding hole. Also ich glaube, ich spare dann nach. Weil ich will mir eine Switch holen. Achso Leute, und es kommen übrigens zwei neue Spiele in der Woche. Weil ich will zwei neue Spiele anfangen, nämlich Forza Horizon 5. Habe ich schon angefangen, das heißt, ich habe da schon ein paar Dinge, die... Ja, also ich habe da schon ein paar Dinge, das heißt, es wird auch kein Let's Play, sondern es wird einfach so just for fun ein bisschen Forza Horizon 5 aufnehmen, weil würde ich ein Let's Play aufnehmen wollen, hätte ich ja natürlich von null angefangen. Und dann will ich auch noch Lego Jurassic World machen. Also Lego Jurassic World, und das wird allerdings ein Let's Play. Und so Let's Plays mache ich ja eigentlich relativ selten, also... Euro Truck Simulator 2 ist natürlich ein Let's Play, weil da habe ich von null angefangen. Also Euro Truck Simulator kommt ja auch häufig, weil es einfach ein Bock. Also einfach so hier so ein bisschen fahren, ein bisschen tolken mit euch und fertig. So. Ne? Und ja, ist nice, ist nice. Auf jeden Fall ja, kommt Forza Horizon 5 neue Spiele. Das werde ich dann öfter spielen und Lego Jurassic World. Genau. Könnte sein, dass Forza Horizon 5 ein bisschen länger wird, weil ich das über eine Cloud aufnehme. Also spiele. Ja. Deswegen. Ich gebe links rein. So. Also nicht, dass ihr euch dann wundert. Das heißt, glaube ich, echt Manchester. Ja, ein bisschen auf dem Gras fahren. Wegen Bremse ist wieder zu scheiße hier. So, Leute, noch 20 Kilometer. Und dann sind wir da. Endlich mal. So. Jetzt sind wir hier endlich mal unser Ziel angekommen. So. Ja. So. Mit Eck da. Ey, das ist so scheiße im Regen zu fahren. Jedes Mal knallt das scheiß Drecksteil irgendwo gegen. Scheiß Scheibenwischer jetzt hier auch. Ich bin schon im Minus. Ja, wir sind endlich mal in Manchester. Wow. So. Kann ich jetzt mal endlich das Geld haben, weil ich im Minus bin.
Junge, der bremst aber auch sofort ab. Das ist so behindert, dieses Steuerung, ne? Junge, warum fahren die hier alle über Rot? Oh, komm, fahr doch einfach jetzt, Mensch. Kein Bock hier jetzt 100 Millionen Jahre zu warten. So. Jetzt sind wir gleich mal endlich am Ziel angekommen. Ja, dauert ein bisschen, bis ich hier runter bin. Ja, so jetzt. Das war eine schöne Fahrt. So. Bin ein Eil. Wow. 14.000 habe ich verdient. Fortfahren. So. Bin ich noch 693 im Minus. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist. Würde mich sehr freuen und supporten. Traumhaften Tag. Und dann so, euer Sonne. Ciao, ciao. Thank you.